Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch den Glossybox Sale zeigen. Und zwar gibt es momentan ganz tolle Aktionen auf der Seite von Glossybox. Ich glaube aber auch nur für die Glossybox-Mitglieder, das heißt die auch die normalen Boxen abonniert haben, die Monatsboxen. Wenn man ein Glossy ist, kann man dort in die Lounge gehen und diverse Bundles bestellen. Und zwar, was ich immer besonders spannend finde, das sind Bundles aus anderen Ländern. Also es gibt ein nordisches Bundle, das heißt aus den nordischen Ländern. Es gibt auch eins aus Frankreich und ich glaube auch eins aus Österreich und so. Und ich habe mich jetzt hier entschieden für 5 Glossyboxen. Das ist das nordische Bundle. Und zwar habe ich 30 Euro dafür gezahlt für 5 Glossyboxen und ich finde das ein mega guter Deal. Davon abgesehen, dass ich die Glossybox auch momentan noch im Abo habe, kenne ich die Boxen vielleicht schon und einen Teil deren Inhalts. Aber die Boxen sind ja immer ein bisschen unterschiedlich, die aus dem Ausland kommen und von dem her sehr, sehr spannend. Also lasst euch mit mir gemeinsam überraschen. Ich habe sie noch nicht geöffnet. Die sind jetzt alle noch original verpackt und ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt und ob sich die 30 Euro gelohnt haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video und jetzt kommt das neue Intro von mir. Also bleibt dran. Beim Auspacken habe ich festgestellt, dass die auch unterschiedlich schwer sind. Das verheißt ja schon mal gut, dass sie nicht 5 gleiche Boxen eingepackt haben. Und wir starten jetzt einfach mit der ersten Box. Eine ganz normale Monatsbox, die hat kein spezielles Design. Da bin ich jetzt schon sehr gespannt. Es schaut ganz anders aus als in Deutschland, weil wir haben immer so ein großes Heftchen und die bekommen hier so eine Karte mit den 5 aufgelisteten Produkten. So, und jetzt gehen wir ins Eingemachte, schauen wir rein in die Box. Und das ist jetzt der erste Blick in die Box. Enthalten ist von Seattle London ein Translucent Powder und das habe ich schon da und habe ich auch schon getestet und finde es mega. Das ist so ein tolles Puder. Ich glaube, ich weiß nicht was, in dem Glossybox Adventkalender, glaube ich, sogar drin. Ein richtig tolles Puder, was eben auch ein bisschen, ja, ich sage mal im Sommer, wenn man schwitzt oder beziehungsweise dann die Haut ein bisschen öliger ist, einfach den Glanz ein bisschen nimmt und das Ganze ein bisschen mattierender aussehen lässt, ein bisschen weicher aussehen lässt. Ich mag das Puder wahnsinnig gern und freue mich da, dass ich jetzt da noch eins im Backup habe. Übrigens sind hier die Preise in norwegischen Kronen angegeben, das heißt, die Box kommt aus Norwegen. Und das nächste Produkt, was ich habe, ist hier so ein kleines Tüppchen, da sind 15 Milliliter drin. Symbiosis London, ein Hyaluronic Acid und Pollation, eine Augenmaske ist das. Ah ja, sehr schön. Also das ist so ein kleines Tüppchen mit einer Augenmaske drin. Kann man auch sehr gut gebrauchen. Und das nächste Produkt, das mag ich nicht so gerne, das ist das hier. Das ist von Steve Laurent, ein Lippenöl. Und dieses Lippenöl hat als Inhaltsstoff Mineralöl. Und das ist etwas, was ich absolut nicht mag in der Kosmetik, Mineralöl. Und deswegen wird das garantiert weiter wandern. Aber ich zeige euch, wie es ausschaut. Es schaut so aus. Soll die Lippen pflegen. Aber wie gesagt, für mich gehört nicht Mineralöl in Kosmetik. Das heißt, es ist das erste Produkt, was weiterziehen darf. Das nächste Produkt ist hier auch so ein kleines Pröbchen von Serafil, ein Cleanser mit 29 Millilitern, also zum Abschminken, zum Reinigen der Haut, einfach so ein kleiner Cleanser. Lesen kann ich hier eh nichts, ist nicht auf Deutsch in der Karte. Aber ja, also so ein Pröbchen, ich denke mal, das kann man für den Urlaub gut gebrauchen, aber ansonsten für zu Hause oder so wäre das mir zu klein. Und das letzte Produkt aus der Box, und dann ist sie ausgepackt, das ist ein Nagellack von Essence, Shine and Last Go. Und zwar haben wir hier die Farbe, steht jetzt gar nicht dabei. Das ist die Farbe 13, Legally Pink, und das ist richtiges, knalliges Pink. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist mir sogar zu pink. Ich glaube, dass ich den auch nicht behalten werde. Also in der Box finde ich jetzt sind 2 tolle Produkte drin, über die ich mich sehr freue. Und es sind 3 Produkte drin, wo ich jetzt sage, das ist irgendwie nicht so mein Fall. Das darf wahrscheinlich weiterziehen. Dann haben wir hier die zweite. Und hier haben wir auch wieder eine rosa Box und die ist auch sehr, sehr leicht. Wir haben hier die Poolside Paradise Edition und das ist die Edition, die wir jetzt in Deutschland auch gerade hatten. Nur unser Heftchen sah anders aus. Also wir hatten hier ein anderes Bild vorne drauf und jetzt sind auch hoffentlich ein paar andere Produkte noch mit dabei. Und das ist der Blick in die Box. Ja, also ich erkenne einiges wieder. Das heißt, wir hatten ziemlich ähnliche Produkte. Zum Beispiel hier das Lippenöl. Von KNDR Beauty,
Mood Changing Lip Öl, also das soll sich ein bisschen so dem pH-Wert der Lippen dann anpassen. Das habe ich auch heute drauf, deswegen so erdbeerrote Lippen macht das immer bei mir. Ich finde das ganz schön eigentlich. Es hat ein bisschen einen Duft, es ist nichts Natürliches, aber ich finde das eigentlich echt schön. Diese Box ist übrigens aus Schweden, lese ich hier gerade. Und es gibt diese Karte drin und noch das Glossy Magazin. Das finde ich ganz spannend, dass die beides damit reinpacken in Schweden. Also, und das hier, das hatten wir auch in der deutschen Box drin. Das ist ein Moisturizing Aloe Vera Gel und das kann man sehr, sehr gut gebrauchen im Sommer. Da freue ich mich auch sehr, dass ich noch eins davon habe. Und auch die Mascara, diese hier, haben wir bei uns in unserer Box gehabt. Ich hatte sie noch nicht ausprobiert, die steht aber schon auf meinem Tisch bereit. Und ich werde mal gucken, wie meine so ist, ob die mir gefällt oder nicht. Eventuell gebe ich die mir ins Backup oder ich gebe sie dann weiter. Dann haben wir hier noch so eine Gutscheinkarte, da kann man irgendwie 6 Hörbücher downloaden, aber wahrscheinlich nicht in deutscher Sprache. Wird wahrscheinlich jetzt nicht für uns gedacht sein. Und dann haben wir hier noch ein Produkt von Rapide Cosmetics. Also das ist hier so silberschimmernd. Highlight Cover Stick. Da bin ich immer gespannt. Das kenne ich noch gar nicht. Der sieht aber mal sehr spannend aus. Rapide Cosmetics Highlight Cover Stick Warm Passionate aus Stockholm. Schaut so aus. Der hat 2 Spitzen. Und wow, der hat einen richtigen... Das kann man sagen, das ist ein richtiger Highlighter. So schaut das Ganze aus. Und zwar ist einmal so eine Coverfarbe dabei, wo man so Unebenheiten noch ein bisschen verhübschen kann. Und ein Highlighter in einem schönen Goldton. Gefällt mir eigentlich echt gut, der Stick. Und es ist butterweich. Also als ich es aufgemalt habe, habe ich gemerkt, das ist richtig, richtig weich. Und noch ein letztes Produkt in der Box. Und hier haben wir einen Selbstbräuner drin von Saint-Tropez. Den hatte ich schon öfters in Boxen drin. Und das ist nicht ganz mein Fall, weil ich da ein bisschen Angst habe davor. Natural Glowing Skin. Aber ich weiß, dass in unserer Trash-Paket-Runde welche dabei sind, die den sehr gerne mögen. Da werde ich den wahrscheinlich mit dazugeben. Dritte Box. Bevor ich jetzt die dritte Box geöffnet habe, kann ich euch noch erzählen, ich habe auch momentan noch ein Glossybox-Abo. Wenn ihr einen Code gerne haben möchtet, so Freunde werden Freunde-Code, findet ihr den unten in der Infobox. Und da könnt ihr euch auf die erste Box auch noch was sparen und ihr könnt ebenso an so Sale-Aktionen teilnehmen. Weil wenn man kein Glossy ist, kann man da auch nicht teilnehmen. Also dieses Mal auf jeden Fall war es so. Manchmal ist es so, dass man vielleicht teilnehmen kann, diesmal leider nicht. Und wir haben hier auch eine normale Glossybox drin. Die Box ist jetzt aber relativ schwer im Vergleich zu den anderen Boxen. Also da scheint ein größeres Produkt drin zu sein. So, wir haben hier die Woke Up in Spring Edition. Das Heftchen schaut so aus, auch anders wie bei uns es damals war und das Ganze kommt aus Schweden. Und das ist der Blick in die Box. Schaut wirklich spannend aus, ich bin so neugierig, wirklich. Dieses Produkt kenne ich natürlich, das war bei mir auch in der Box, das war, hatte ich jetzt in der letzten Verlosung auch mit dabei. Das sind Highlighter-Tropfen, also das sind, ist mit so einer Pipette, kann man sich das so rauftröpfeln und es ist in wirklich diesem Rosé-Ton und es ist mir wirklich zu pinky, also ich mag das nicht so gern, ich stehe dann lieber so auf die Peachy-Richtung oder so oder ein bisschen Alt-Rosé, aber das ist mir wirklich zu knallig, werde ich auch weiter wandern lassen. Und dann haben wir noch einen alten Bekannten, dieses hier, das ist ein Gua Sha, das ist aus Plastik, nicht aus Rosenquarz, auch wenn es vielleicht so aussehen mag. Das ist hier so ein kleiner, ich sag mal Schaber, wo man das Gesicht dann ein bisschen massieren kann, damit die Lymphflüssigkeiten uns so schön abfließen und damit das Gesicht schön glatt bleibt, wird, wie auch immer. Und ein nettes Tool, aber ich mag lieber wirklich welche, die wirklich aus Stein sind oder so oder aus Metall, wo man dann noch einen zusätzlichen Kühlungseffekt hat und das hat man halt bei dem hier leider nicht. Das nächste Produkt ist von Downtown Paris und da hat man schon mal einen Highlighter in der Glossybox und das ist ein Micellengel. Das klingt auch spannend und Hauptinhaltsstoff ist Kokos, also sehr toll. Es soll ein bisschen nach Zitrone riechen. Ansonsten ist das hier alles, glaube ich, auf Französisch. Genau, auf Französisch hinten drauf kann man nicht viel lesen. Sehr spannendes Produkt und werde ich mich gerne damit befassen. Und jetzt hier zu dem Größeren, was die Box so schwer gemacht hat. Das schaut auch voll nach Sommer aus. Bali Breeze Shower Gel von LDB. Keine Ahnung, kenne ich nicht. Ist auf jeden Fall vegan. Ja, super. Also... Ja, das riecht auch voll frisch und sommerlich, also mega. Also darüber freue ich mich auch sehr. Mein Duschgel, klar, hat man natürlich daheim zuhauf, ist klar, aber trotzdem, wenn man hier so eine neue Marke entdecken kann, die es jetzt bei uns in der Drogerie nicht gibt, da bin ich doch immer mit dabei.
So, und dann haben wir hier noch eine Tuchmaske, wie es aussieht. Vitamin Sus, Niacinamid Blueberry, eine AHA, BHA Tuchmaske, 21 Milliliter Serum sind da drin. Super, also mega, bis jetzt sehr, sehr begeistert. Also diese Box ist, glaube ich, echt meine Lieblingsbox bis jetzt. Und dann haben wir hier noch eine Slip-Einlagenprobe von Libres. Longliner, Superhero, okay, super. Aber wahrscheinlich kann ich es bei mir nicht nachkaufen in der Drogerie, wenn sie mir gefallen sollte. Trotzdem schön, dass sowas mit dabei ist. Und das war's. Dann haben wir hier noch eine Werbung von My Müsli und die Box ist ausgepackt. Wir schreiten zur vierten Box und es geht schon langsam dem Ende zu. Das ist immer so schade, obwohl es 5 Boxen ist, schon relativ viel. Also da bin ich echt schon happy. Aber trotzdem, ja, wenn man es dann ausgepackt hat, ist es auch wieder vorbei mit dem Spaß. Wobei die Produkte haben wir ja dann noch. Wow, und da haben wir die schöne, schöne Sommerbox drin. Sehr schön. Bin ich jetzt gespannt. Dann haben wir hier noch einen Rabattgutschein drin von Skin & Co. Roma. Und zwar mit Green Glow spart man 25%. Und jetzt geht's zur Box. Ja, die ist so, so schön. Also nach der Kassette kommt die Box gleich als nächstes auf meiner Highlight-Liste dieses Jahr an Glossy-Boxen. Let the Sun Shine ist hier das Motto. Und das Heftchen schaut so aus. Und das ist der Blick in die Box. Für so eine Thermoflasche ist hier ein Rabattcode drin. Der Code ist Glossies. Genau, und dann fangen wir an mit den Produkten. Da haben wir einmal da so ein kleiner Lipstick von Duce. Das ist ein Satin Lipstick. Das ist ganz wenig drin, ich weiß es nicht. 1,75 Milliliter sind drauf und das Ganze kommt aus New York. Genau, also so schaut der kleine Lippenstift Lipgloss wahrscheinlich aus. Von der Firma Skin & Co., wo wir eben schon den Flyer gesehen haben, gibt es ja eine Whipped Cleansing Cream, also eine Gesichtsreinigungscreme, richtig süß. Das sind 20 Milliliter, das kann man auch mal so auf Reisen mitnehmen oder einfach daheim benutzen, wie auch immer. Und das nächste ist auch was, was wir in der jetzigen Zeit gut gebrauchen können von Bubble Tea, ein Hand Cleansing Gel, Lemon Zitrone, also sehr zitrischer Duft. Und ich glaube, das werde ich meinem Sohn geben, weil er mag diese Bubble Tea sehr, sehr gerne, diese Handdesinfektionsgels. Und hat momentan auch einen mit in der Schule in Himbeer, der ist jetzt fast leer und ich glaube, ich gebe ihm jetzt den hier mit. Und das nächste Produkt ist riesengroß von Eucerin, 200 Milliliter. Das ist eine Gelcreme für Gesicht und Körper. Für empfindliche Haut, ein Aftersun, hier oben steht es, ein Aftersun und das ist mega. Also über das freue ich mich riesig. Ich finde, so ein Aftersun gehört auch in so eine Sommerbox mit rein. Richtig toll. Und noch ein Schätzchen hier, ein Illuminating Primer mit Lichtschutzfaktor 15 von der Marke Momuskin. Sagt mir gar nichts, sieht aber sehr toll aus mit dem Pumpspender. Für alle Hauttypen geeignet, sind 50 Milliliter drin. Klingt auch sehr, sehr spannend, also mega. Und dann haben wir noch ein Öl mit dabei. Jetzt tränen meine Augen wieder, tut mir leid. Und dieses Öl hatten wir auch bei uns in der Box drin und das ist so ein Elixier, was die Haare vor Sonnenlicht ein bisschen schützen soll. Lichtschutzfaktor 20 soll ein Elixier sein und ein bisschen Öl mit dabei sein. Also es macht die Haare ein bisschen fettig, aber ich denke, wenn man zum Strand geht oder so und dann ins Wasser hüpft, dann ist das egal, ob die Haare dann ein bisschen fettig aussehen oder nass aussehen, dann passt das Ganze zu. Und ich habe es noch nicht benutzt, also ich kann euch noch keinen Eindruck dazu vermitteln. Ich habe es in meiner Urlaubskiste drin. Aber ich finde es ein spannendes Produkt, weil ich eh immer ganz viel Haaröl verwende. Und das dann als mit Lichtschutzfaktor zu verwenden, als Sonnenöl, finde ich sehr, sehr spannend. So, und das war jetzt die vierte Box und jetzt geht es dem Ende zu. Jetzt kommt noch die fünfte Box. Jetzt kommt die fünfte Box und ihr seht, wie schnell ich auch das Ganze durchziehe. Das liegt aber auch daran, wenn wir manche Produkte eben schon kennen, die ganzen Ausgaben kennen. Und außerdem ich so, so gespannt bin, was da alles drin ist und ich euch auch nicht zu lange aufhalten möchte mit einem zu langen Video. So, und hier haben wir wieder die normale Glossy Box und ich freue mich doch schon riesig, dass alles verschiedene Boxen sind. Das ist schon mal das Wichtigste, weil 5-mal die gleiche Box, da wäre ich, glaube ich, durchgedreht. Ja, und das gucken wir in diese hier rein. Und wir haben nochmal die Poolside Paradise. Okay, jetzt habe ich es gerade gesagt, ich habe mich gefreut über verschiedene Boxen, das haben wir die gleiche noch einmal. Also hier ist die Poolside Paradise. Ich öffne und die Produkte sehen ein bisschen anders aus, also es sind nicht alle Produkte gleich. Als erstes haben wir hier eine Zahncreme von Oral-B, original, ja, kann man brauchen, ist das nichts Besonderes in der Beauty-Box drin, aber kann man gebrauchen, definitiv, ist in Ordnung.
Und dann sehe ich was sehr, sehr Tolles. Einen wunderschönen Nagellack von OPI. OPI 15 ml Longwear Lacquer in der Farbe 30. Genau, Farbe 30. Richtig schön. Über den freue ich mich sehr. Der ist vor allem riesig. Also ich weiß gar nicht, ob ich so große Nagellacke überhaupt da habe bei mir. Also richtig schwer, richtig groß und eine richtig schöne Farbe. Gefällt mir sehr gut. So, und dann haben wir hier nochmal das Aloe Vera After Sun Gel. Auch sehr passend. Und dann haben wir hier einmal noch einmal das Lippenöl. Und wir haben noch einmal die Mascara. Das heißt, eine werde ich ganz sicher weiter wandern lassen, genauso wie das Lippenöl. Und dann sind noch ein paar Flyer mit dabei. Und zwar hier einmal von Oral-B gibt es hier noch einen Flyer, dass es eine Neuheit wäre. Dann hier von dem Nagellack, da gibt es nochmal 20% Rabattcode. Allerdings weiß ich jetzt nicht, was hier der Code sein soll. Ah, Code OPI20. Okay. Dann haben wir hier auch noch einmal Hörbücher, die man sich downloaden kann mit diesem Code hier. Ich weiß nicht, wird sich wahrscheinlich niemand downloaden wollen. Und das war jetzt die fünfte Box, aber für 30 Euro ist es doch vollkommen okay, oder? Also ich finde schon, es sind ein paar Produkte jetzt doppelt dabei und ein paar Produkte, die eben weiterziehen dürfen. Aber es ist doch einiges dabei, was mir gefällt und was für mich auch bleiben darf. Also von daher, für mich haben sich die 30 Euro gelohnt. Und wenn ihr noch die Gelegenheit habt, euch im Sale da umzuschauen und vielleicht noch ein paar interessante Boxen zu schnappen, dann macht das doch einfach gerne. Und ja, dann sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.